Hallo Leute, guck mal. Ich bin als Polizist verkleidet. Ich bin nämlich gerade an einem echten Filmset. Hier wird gerade Rico, Oscar und das Herzgebreche gedreht. Und das Coolste, ich darf als Schauspieler mitmachen. Ich bin schon mega aufgeregt und hoffe echt, ich verkacke das später nicht. Heute geht's um Filme. Boah. So, Tobi, jetzt bräuchten wir dich hier am Set. Geht es los, oder? Ja, es geht los. Einmal einsteigen und okay. Ins Auto und dann geht's los. Drück mir die Daumen. Filme gibt es noch gar nicht so lange. Erst seit gut 100 Jahren. Damals drehten Filmemacher die ersten Schwarz-Weiß-Filme überhaupt. Den Trick, den sie dabei nutzten, kann man gut an einem Daumenkino sehen. Lässt man viele Einzelbilder schnell hintereinander ablaufen, entstehen bewegte Bilder. Damit es nicht ruckelig aussieht, müssen mindestens 18, besser noch 24 Bilder pro Sekunde ablaufen. Nach dem Prinzip funktionieren Filme noch heute. Auch wenn große Produktionen viele Millionen Euro kosten und vollgepackt sind mit Tricks, Spezialeffekten und Stunts. Ich check heute, wie aus der Idee einer einzelnen Person ein ganzer Kinofilm entsteht. Dafür besuche ich ein großes Filmset, also den Ort, an dem ein Film gedreht wird. Hier arbeitet das Team gerade am zweiten Teil des Kinderfilms Rico und Oscar. In beiden Teilen geht es um zwei Freunde, die spannende Abenteuer erleben. Sie sind Entführern auf der Spur und lassen Verbrecher auffliegen. Am Drehort gucke ich mir an, wer was macht und darf sogar als Polizist mitspielen. Zusammen mit Moritz Bleibtreu. Der ist als Schauspieler ein richtiger Star. Später setze ich mit einem Cutter die einzelnen Szenen zu einem spannenden Film zusammen. Alle bereit? Hier kommt der Filmcheck. Ruhe! Und bitte! Und jetzt die Checker-Fragen. Wer ist der Chef am Filmset? Was ist die Heldenreise? Und was passiert im Filmschnitt? Das check ich für euch! Für meine Rolle als Polizist bin ich jetzt auf dem Weg zu den Bavaria Filmstudios in München. Hier werden ganze Straßen extra für Filmdrehs nachgebaut. Für den Kinofilm von Rico und Oscar haben die Filmemacher einen ganzen Straßenabschnitt komplett abgedunkelt. Das ist praktisch, denn so können sie auch tagsüber Szenen drehen, die eigentlich nachts spielen. Ihr seht schon, hier sind super viele Leute am Werk. Der hier ist Wolfgang. Er ist der Regisseur. Er sagt den Schauspielern, wie sie spielen müssen. Und bitte. Und legt zusammen mit dem Kameramann fest, wie die nächste Szene aufgenommen wird. Ein Film besteht aus vielen einzelnen Szenen. Und jede Szene hat einen festen Ort und eine eigene Handlung. Mit Wolfgang kläre ich jetzt auch meine erste Checker-Frage. Wer ist der Chef am Filmset? Bist du als Regisseur der Chef am Set? Bestimmst du alles, oder wie? Ja, Chef würde ich nicht sagen, aber es gibt schon Entscheidungen, die ich dann treffen darf und auch muss. Aha. Und das finde ich auch super. Macht auch Spaß an so einem Film. Was denn zum Beispiel? Was wirst du gefragt? Naja, also das Wichtigste ist natürlich einmal, ob eine Szene gut war oder nicht. Aha. Also da muss ich dann entscheiden, ob wir sie nochmal machen oder nicht. Und auch welche Kamerapositionen wir wählen, das überlege ich mir mit dem Kameramann sehr frühzeitig. Aber es gibt manchmal auch Entscheidungen darüber, wie Kostüme aussehen sollen oder wie die Ausstattung sein soll. Also hier zum Beispiel, wenn man meinetwegen sagen würde, ah, die roten Lampen da oben, die gefallen mir nicht so gut, können wir die nicht irgendwie grün machen? Aha. Dann wird man schon versuchen, grüne Lampen zu kriegen. Echt? Ein bisschen bossig ist es. Ist schon ein cooler Job. Über dem Regisseur steht der Produzent. Er stellt das Filmteam zusammen und hat auch die Kosten ganz genau im Blick. Beim Dreh ist dann der Regisseur der Chef. Klar, dass ein Chef auch Assistenten braucht. Manche passen auf, dass der Zeitplan eingehalten wird, andere bereiten die Schauspieler vor und holen sie zum Drehort. Auch der Kameramann, der Tonmann und der Beleuchter müssen auf den Regisseur hören. Sie sprechen alles ganz genau mit ihm ab. Jeder von ihnen hat dann wieder eigene Assistenten, zum Beispiel für die Kameratechnik. Die Abteilungen Kostüm, Maske und Kulisse helfen mit, dass ein Kinofilm zu einer richtigen Fantasiewelt wird. Außerdem gibt es noch super viele Leute, die zum Beispiel als Fahrer arbeiten oder sich um Absperrungen kümmern. Jetzt habe ich ja nachher auch hier so meine Szene, ne? Und bin auch schon so ein bisschen aufgeregt. Wie gehe ich denn nachher daran? Und ich meine, du als Regisseur sagst mir dann wahrscheinlich genau, was ich machen soll, aber... Bei dir würde ich zum Beispiel sagen, nimm ihn richtig hart ran. Ja? Greif ihn richtig und pass auf, der könnte jede Sekunde das Messer ziehen.
So, wenn das ist jetzt eine, das ist eine ganz konkrete Aktion, die ich dir sage, der hat natürlich kein Messer, vielleicht doch, aber wenn du das jetzt weißt, dann wirst du nachher den Boris, also Moritz Bleibtreu, ganz anders rausführen. Also du wirst mit einem anderen Respekt dem gegenüber sein und wirst mit so einer Hab-Acht-Stellung sein. Mhm. Krass, voll der gute Trick auch schon. Der hat schon bei mir funktioniert. Jetzt fühle ich mich so ein bisschen besser vorbereitet auf die Szene. Ja. Als Regisseur gibst du ja auch immer so Anweisungen, ne? Du rufst ja über Set irgendwie. Was wäre denn so eine typische Anweisung, die du immer gibst, die ich dann auch mal machen darf? Als wenn du mal Regisseur bist? Ja, oder jetzt auch, jetzt, zum Ausprobieren. Jetzt, also ich glaube, also in amerikanischen Filmen, da machen die immer und Action. Ne? Ja. Wir sind da in Deutschland relativ langweilig, sie sagen einfach nur und bitte. Und bitte. Der Chef am Filmset ist der Regisseur. Er entscheidet, wie die Szenen gedreht werden und ist dafür verantwortlich, dass der Film richtig gut wird. Gecheckt. Checker Tobi, hier die erste. Und bitte. Und jetzt eine Frage. Entschuldigung, nochmal bitte. Und bitte. Und jetzt? Oh Mann. Und bitte. Und jetzt eine Frage an euch. Wozu braucht man eine Filmklappe? A, damit Bild und Ton synchron sind. B, um den Schauspielern ihren Einsatz zu geben. Oder C, damit alle am Set die Klappe halten. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Sobald gedreht wird, sind alle noch konzentrierter. Die Arbeit eines einzigen Drehtages ergibt später gerade mal ein paar Minuten fertigen Kinofilm. Es gibt mehrere Kameras, die gleichzeitig aufzeichnen. Wie das genau funktioniert, frage ich jetzt mal Kameramann Stefan. Was ist deine Aufgabe? Meine Aufgabe ist hier die ganze Situation, was hier alles passiert, die ganze Action, die hier läuft, alles schön in Bilder zu fassen. Das heißt, du filmst auch mich gleich, ne? Wenn ich dann da meine Rolle spiele? Ja, da laufe ich dann vor, laufe auf dich zu und dann hüpfst du in dein Auto rein und neben dir Boris, der Bösewicht vom Film. Ja, das wird super. Ich bin ganz aufgeregt. Aber erklär mal, diese Kameras hier, das sind doch sogar zwei, oder? Ja. Eine Kamera, zwei Kameras. Wir machen hier immer zwei Größen, dass wir die Kinder und auch die Schauspieler immer gleich mit zwei Größen aufnehmen. Einmal nah und immer was Weiteres. Da machen wir es nicht so oft drehen. Wir überholen ja die Sachen oftmals aus irgendwelchen Gründen. Und wenn was gut war, dann haben wir gleich zwei gute davon. Das ist das Schöne daran an dem System. Verschiedene Einstellungsgrößen machen einen Film abwechslungsreich. Deshalb wechseln die Filmemacher zwischen Nahaufnahmen und Einstellungen, die von weiter weg gedreht sind. Sogenannten Totalen. Und wieso ist das hier auf so Schienen aufgebaut? Was ist das? Ja, das Tolle ist hier dran, das kann man hier... Ey, fahr mich nicht über den Haufen! Mit zwei... genau, die Schauspieler laufen los, wir begleiten sie, schwenken mit und gleich hinaus. Wir können sozusagen mit zwei Kameras dann fahren. Guck mal, wir haben ja übrigens... Ich hab auch eine Kamera auch dabei. Auch eine Kamera dabei. Super, und zwar den so da. Eine tolle. Genau. Wie wär's, wenn ihr mal tauscht? Mal gucken, ob du das auch so gut kannst wie unsere Hans. Oh, was soll ich machen? Nimm mal die Kamera und film mich. Dich? Ja, klar. Oh mein Gott. Mal gucken. Alles klar? Ja, ist bereit. Ich bin bereit. Macht er doch ganz gut, der Stefan, oder? Das ist ja top. Richtig wie Achterbahn fahren, wenn man da drauf sitzt. Für gute Filmaufnahmen ist natürlich auch das Licht sehr wichtig. Beleuchter Josef kann mit seinen vielen Scheinwerfern ganz unterschiedliche Stimmungen erzeugen. Hier zum Beispiel wirkt das Bild besonders spannend. Tonmann Frankie nimmt alle Gespräche und auch viele Geräusche auf. Dafür hat er die unterschiedlichsten Mikrofone. Das Ding, an dem das Mikro hängt, nennen die Filmleute übrigens Angel. Es ist noch gar nicht so lange her, da gab es noch überhaupt gar keine Filme. Angefangen hat alles vor knapp 200 Jahren mit der Erfindung der Fotografie. So sah wahrscheinlich das allererste Foto der Menschheit aus. Fotografieren war unfassbar aufwendig. Es hat unglaubliche 8 Stunden gedauert, bis ein einzelnes Bild im Kasten war. Naja, und das Ergebnis ist so lala, ne? Knapp 50 Jahre später hat der Typ hier, der britische Fotograf Muybridge, 36 Fotoapparate hintereinander aufgestellt und ein galoppierendes Pferd fotografiert. Lässt man seine Fotoserie schnell ablaufen, sieht das schon aus wie ein bewegtes Bild. Für die Filmwissenschaftler ist das super wichtig gewesen, weil es ein wichtiger Schritt hin zur Erfindung des Films war. Die Geburtsstunde des Kinos hat dann hier stattgefunden, im Jahr 1895. Damals nämlich haben die Gebrüder Lumière, die beiden hier, in Frankreich ihre ersten selbstgedrehten Filme im Kino gezeigt. Einer der Filme, der hier, zeigt einfach nur, wie ein Zug in den Bahnhof reinfährt.
Man sagt sich, dass die Menschen damals kreischend aus dem Kinosaal gelaufen sind, weil sie dachten, der Zug fährt wirklich von der Leinwand runter auf sie zu. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, aber damals war das alles neu und für die Leute total aufregend. In den nächsten 30 Jahren sind dann immer mehr Filme gedreht worden. Auch mit richtigen kleinen Geschichten. Aber alle noch schwarz-weiß und ohne Ton. Damit es im Kino nicht so langweilig wurde, hat damals ein Pianist live im Kinosaal zu den Bildern Klavier gespielt. Erst ungefähr hier, so 1927, kam dann der Ton zum Bild. Bis die Bilder dann bunt wurden, hat es nochmal knapp 20 Jahre gedauert. In den darauffolgenden Jahrzehnten wurden die Filme dann immer aufwendiger. Die Tricks und die Effekte wurden spektakulärer und die Stunts immer waghalsiger. Krass ist, dass erst ab ungefähr hier, 1995, die ersten vollständig am Computer animierten Filme ins Kino kamen. Für uns sind solche bunten Trickfilme heute selbstverständlich, damals war das eine Revolution. Damit am Set alle wissen, welche Szene gedreht werden muss, gibt es bei jedem Film ein dickes Drehbuch. Ich treffe jetzt Martin, der das Drehbuch für den zweiten Teil von Rico und Oscar geschrieben hat. Was ist denn so deine Aufgabe als Drehbuchautor? Meine Aufgabe als Drehbuchautor ist es, mir die Geschichte auszudenken, die Geschichte aufzuschreiben, in Drehbuchform. Also es gibt eine bestimmte Art, wie man Drehbücher aufschreibt. Also man schreibt oben hin, wo die Szene stattfindet. So wie hier jetzt zum Beispiel. Genau. Treppenhaus steht da. Und danach schreibt man, ob das innen oder außen ist. Innen. Und danach, ob es Tag oder Nacht spielt. Tag. Ne? Und dann schreibt man, was passiert in der Szene und was gesagt wird in der Szene. Mhm. Bei Rico hast du dir die Geschichte ja nicht selbst ausgedacht. Genau. Sondern du hast das Buch gelesen und dann zu einem Drehbuch weiterverarbeitet. Genau. Und wie lange schreibst du dann an so einem Drehbuch? Kann man das sagen? Das kann locker so 6 Monate, auch ein Jahr dauern. Also du kannst entscheiden, ob du morgens oder nachmittags oder nachts schreiben willst oder meinen Tag gar nicht. Kannst du immer ausschlafen, wenn du magst? Ja. Ja? Das mache ich auch. Echt? Du pennst jeden Tag aus, oder was? Was ist das? Traumberuf, ey. Krass. Ich will auch Drehbuchautor werden. Jetzt will ich aber erst mal wissen, worum es in dem Film genau geht. Schließlich habe ich ja auch eine kleine Rolle als Polizist. Auf jeden Fall gibt es einen Bösewicht. Und ich kläre meine nächste Checker-Frage. Was ist die Heldenreise? Also wir haben hier die beiden Hauptfiguren, die beiden Helden unserer Geschichte. Mhm. Das sind Rico und Oscar. Die sind Kumpels. Die sind Kumpels, die sind beste Freunde. Mhm. Und Ricos Mama Tanja, die nämlich in eine krumme Sache reingerutscht ist. Mhm. Die wird nämlich von der fürchterlichen Ellie, die Chef-Bingo-Trommeltante, wird die nämlich erpresst. Und die böse Ellie, die ist nämlich die Chefin von einem Verbrecherring. Ja. Und ihr eigener Sohn, der Boris, und der ist dafür zuständig, Angst zu machen, weil er so unheimlich ist, dass die Leute auch machen, was er sagt. Sieht doch, ich find's also das sind praktisch die Antagonisten. Antagonisten, ja, nennt man die? Das sind die Gegenspieler. Ja. Ne? Also Protagonist ist für und das Anta ist gegen. Also die Helden und Hauptfiguren heißen Protagonisten. Und die Bösewichter, die Fiesen, sind die Antagonisten. Und die legen die Hindernisse in den Weg. Und am Ende gibt es den Showdown. Das große Finale eigentlich. Gut gegen Böse. Okay. Ne? Und dann meistens gewinnen ja die Guten. Zum Glück. Das ist ja das Schöne. Ja. Also haben wir im Prinzip Helden, die irgendwie Abenteuer erleben. Genau. Die Helden, die erreicht der Ruf des Abenteuers, sagt man okay. So schön. Und dann gehen die auf die Reise. Also quasi auf eine Heldenreise. Auf eine Heldenreise, genau. Wenn ich mir eine Heldenreise ausdenken würde, dann wäre auf jeden Fall ich der Held. Die Heldenreise sorgt für Spannung im Film und funktioniert immer ähnlich. Nehmen wir mal an, ich bin der Held. Plötzlich taucht aus dem Nichts ein Fiesling auf. Er klaut den Ball und schießt ihn über eine super hohe Mauer. Das Ziel für mich als Held ist klar. Ich will unbedingt den Ball wiederhaben. Ein unüberwindbares Hindernis kommt bei jeder Heldenreise vor und hält den Helden vom Ziel ab. Meistens kommt dann aber, wie aus dem Nichts, Hilfe. Mit der Leiter gelingt es mir, dem Helden, das scheinbar unüberwindbare Hindernis doch zu überwinden. Aber erst auf der anderen Seite der Mauer geht das wahre Abenteuer los. Dort wartet der richtige Bösewicht des Films.
In einem wilden Kampf besiegt der Held dann den Bösewicht. Meistens ganz, ganz knapp. Oft ist es in Filmen aber so, dass das Happy End plötzlich eine unerwartete Wendung nimmt und Spannung für den zweiten Teil aufgebaut wird. Die Heldenreise sorgt für Spannung im Film. Der Held muss Hindernisse überwinden und Abenteuer meistern. Gecheckt. Leute, jetzt wird's langsam ernst. Bald bin ich dran. Dafür bin ich jetzt in der Kostümabteilung und werde dort als Polizist eingekleidet. Während das Filmteam schon alles für meine Szene vorbereitet, probe ich gleich noch mit Moritz Bleibtreu. Er ist als Schauspieler ziemlich berühmt und hat schon einige Filmpreise abgeräumt. Bei Rico und Oscar spielt er den Bösewicht, den ich gleich abführen muss. So Moritz, du spielst jetzt den Bösewicht hier, ne? Kann man so sagen, ja. Siehst so böse eigentlich gar nicht aus. Es geht, oder? Aber so, wenn wir jetzt uns unterhalten, dann habe ich ja keine Angst vor dir. Aber Nein. Gleich in der Rolle bin ich der Polizist und muss dich irgendwie abführen. Worauf muss ich denn achten gleich? Brust raus, eine Autorität ausstrahlen, okay. Fest zu packen und zusehen, dass du mich in das Auto reinziehst. Echt? Darf ich dich richtig so anpacken, natürlich, oder natürlich, klar. Und wenn ich dir wehtue, haust du dann? Nein. Wir machen ja nur das, was abgesprochen ist. Du weißt ja, wir müssen uns ja an das halten, was vorher schon abgesprochen ist, was im Drehbuch steht. Ja, klar. Und wenn da drin steht, dass ich dich nicht haue, dann haue ich dich nicht. Gut. Wollen wir noch einmal kurz proben, was wir gleich machen? Los, das machen wir. Warte mal, also, ich greife einmal so da rein. Auf jeden Fall, würde und dann nehme ich dich richtig, richtig zupacken, ne? Genau, mich schön, genau, okay. Mit dem so. Hier mal Platz da jetzt, ich bin Polizist. Genau. So, das war Autorität jetzt, ne? Das war Autorität, genau, ganz wichtig. Jetzt stelle ich dich hier kurz nebenhin. Quasi den Kollegen, der, genau. So, Bein rein, Bein rein. Ja, genau. Und Tür zu. Tür zu. Leute, guckt mal, die machen jetzt gerade die Kamera noch fertig. Geprobt haben wir. Und ich glaube, es geht jetzt gleich los. Ey, ich bin so aufgeregt. Hoffentlich versau ich es nicht. Und Achtung, wir drehen. Ton. 118, 9,8, 9,7, die zweite. Amarke. Amarke. Wäre. Und bitte. Ja, ja, ja. Danke aus! Leute, geschafft. Wir haben es gerade fertig gedreht. War super aufregend, hat richtig Spaß gemacht. Die drehen dann noch, deshalb leise sein. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wie es im Film aussieht. Dafür bin ich jetzt mit Puff verabredet. Er ist Cutter. Während der Regisseur noch dreht, schneidet Puff bereits die ersten Szenen. Hier im Schneideraum kläre ich auch die dritte Checkerfrage. Was passiert im Filmschnitt? Hallo, Puff. Hallo, grüß dich. Servus. Wie ist es? Schön ist es. Ja? Ja. Ey, das ist ja meine Szene, ey. Ja, genau. Ach, krass. Versuche dich gerade schön in den Film einzubauen. Wie arbeitest du jetzt an so einer Szene? Ich habe hier den gesamten Clip. Mhm. Und dann gehe ich in deinen Originalclip rein. Und dann suche ich mir den Moment raus, den ich für richtig halte. Und schneide das Ganze in den Film rein. Also du hast den Originalclip, der ist ewig lang. Du brauchst aber nur einen Teil davon und deshalb schneidest du dir einen Teil raus. Genau, ich tue vorne jetzt hinten, das ist, kommt weg, brauche ich nicht. Aha. Und einfach nur die schönen Sachen kommen in den Film. Zeig mir doch mal, wie das hier bei dir funktioniert, weil du hast ja hier irgendwie so diese ganzen Spuren. Was du hier blau siehst, sind die ganzen Bildspuren. Mhm. Das Grüne sind die ganzen Tonspuren. Und der Ton darunter, den legst du extra dahin, oder wie? Kommt das getrennt? Das kommt getrennt an. Achso, also der Ton wird gar nicht auf der Kamera aufgenommen, sondern Nein. Da wird nur Bild aufgenommen? Und dann wird es hier im Schneiderraum synchronisiert. Okay, kannst du mir das mal ganz kurz zeigen, wie du das genau machst? Augenblick. Da siehst du, da kommt auch gleich die Klappe ins Spiel. Ah, dafür gibt es dann die Filmklappe, ne? Stimmt. Genau. Ah. Und wenn man dieses Bild nimmt, wo die Klappe geschlossen ist ja. Und diesen Ton und das dann zusammensetzt, dann weiß man, das ist synchron. Okay, also du hast die Filmklappe hier genau. Aufgenommen und siehst in dem Moment, wo sie zufällt, kommt ein Geräusch. Genau. Und das siehst du auf deiner Tonspur als lautes Hickhack. Genau, und ich höre es auch in der Tonspur und daran kann ich dann sagen, wenn ich die beiden genau zusammenlege an dieselbe Stelle, dann habe ich alles synchron. Kameras können Bild und Ton zwar gleichzeitig aufzeichnen, beim Film nimmt man den Ton aber immer noch getrennt auf. Das ist einfach praktischer, denn die Tonleute hängen mit ihren Kabeln dann nicht direkt an der Kamera dran. Zeig mir doch mal, wie es aussehen würde, wenn das Ganze nicht synchron ist. Also nehmen wir dieses Du, Oscar. Man sieht es schön, es passt sehr schön zusammen. Er bewegt die Lippen und passend dazu kommt Du, Oscar. Genau, ja. Und ich kann es jetzt einfach mal nach vorne verschieben. Ja.
bitte noch was sagen. Ach so, und dazu kommt dann nichts. Und dann kommt dann erstmal später das Bild. Ah ja, stimmt, das ist ja voll verwirrend. Ja, ja, und das, da müssen wir aufpassen, dass das alles immer schön synchron bleibt dann. Mhm. Aber wenn so viel gedreht wird, passieren denn nicht auch Fehler? Ja, natürlich, ab und zu gibt es sehr viele Anschlussfehler, klar. Man was genau ist ein Anschlussfehler? Ist, wenn beim Schnitt zu Schnitt also irgendwas nicht stimmt. Wie zum Beispiel hier unser Bösewicht. Genau, also siehst, wenn du jetzt seinen linken Arm beobachtest, er nimmt den linken Arm hoch. Ja, hier. Und dann im Umschnitt ist es der rechte Arm. Ah, und der linke ist aber wieder unten angelehnt. Stimmt. Was du ja eigentlich auch machst, ist hier im Schnitt eine Szene spannend machen. Genau. Wie machst du denn das? Du, es gibt sehr viele Möglichkeiten natürlich. Es geht viel im Schnitt, wenn die spannend gedreht ist, dann geht es natürlich auch sehr viel über die Musik. Also man kann jetzt hier zum Beispiel diese Szene, wenn sie hier durchs Feld laufen, nehmen. Mhm. Durch die Musik kommt voll Tempo nochmal rein, ne? Genau. Und da wird es natürlich auch spannender und aggressiver. Du weißt genau, da passiert irgendwas. Ja. Man kann natürlich das dann auch in eine ganz andere Richtung bringen und dann... Ja, jetzt eiern sie eher so durchs Feld, ne? So ein bisschen. Das ist dann eine Comedy sein. Plötzlich ist eine Komödie, ja? Ja, stimmt. Und das hat nur die Musik verändert. Du hast ja nichts, Musik, ja nichts an den Bildern getan, ne? Ja. Nicht alles, was in Filmen echt aussieht, wurde auch wirklich so gefilmt. Oft nehmen die Filmemacher nur einen Teil wirklich auf und bauen sich dann den Rest des Bildes mit digitalen Tricks am Computer zusammen. Guckt mal hier. Das hier haben die wirklich aufgenommen und dann Stück für Stück ergänzt. Die Filmemacher nennen das Visual Effects oder kurz VFX. Und guckt mal hier. Wichtig bei diesen Tricks ist der sogenannte Greenscreen. Das ist so ein gleichmäßig gefärbter grüner Spezialstoff. Die grüne Farbe können die VFX-Spezialisten am Computer durch andere Bildteile einfach ersetzen. An richtig großen Hollywood-Produktionen mit vielen Effekten arbeiten bis zu 300 VFX-Spezialisten 1 bis 2 Jahre lang, bis der Film so perfekt aussieht. Im Filmschnitt schneidet der Cutter die besten Szenen zusammen, unterlegt sie mit Musik und fügt Spezialeffekte hinzu. Gecheckt. Und bitte. Und jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, wozu braucht man eine Filmklappe? A, damit Bild und Ton synchron sind? B, um den Schauspielern ihren Einsatz zu geben? Oder C, damit alle am Set die Klappe halten? Na, habt ihr die Antwort vorhin entdeckt? Wenn man dieses Bild nimmt, wo die Klappe geschlossen ist und diesen Ton und das dann zusammensetzt, dann weiß man, das ist synchron. Okay. Richtig ist also Antwort A. Der Cutter braucht die Klappe, damit die getrennten Bild- und Tonspuren wieder synchron werden. Und bitte! Danke aus! Feierabend. Stopp, noch nicht ganz. Die fertige Szene mit mir als Polizist noch. Und da bin ich. Ha! Ihr macht's mal gut, bis zum nächsten Mal. Das ist Tobi, Checker Tobi, der ist cool, hey, ziemlich groovy. Der, der immer fragt, wer die Action mag. Der, der alles wagt und der, der niemals klagt. Das ist Tobi, Checker Tobi, der ist cool, hey, ziemlich groovy. Der, der ständig rennt, der, der niemals pennt. Der auch manchmal flint und der 1000 Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi!